Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Rimworld. Ihr wollt mehr sehen oder mal zu Let's Plays passen, dann abonniert doch meinen Kanal. Letzte Folge war mehr wie ultra hart. Vor allem, weil hier noch drei Händler mit am Start sind und hier unten ist ein Muffalo kaputt gegangen, das auch auf der Flucht war. Ansonsten sind wir knapp dem Tod entkommen. Mit dem einen oder anderen. Und noch drei Händlerleichen liegen rum. Ist jetzt nicht so optimal, aber was willst du machen? Du verlust Mittel. Ja, so, bei ihm hier habe ich auf... Nein, kommt hier... Reduziere Widerstand. Denn ich möchte hier, dass der mit dem Zug weiter voranschreitet. Dass wenn ihr den anwerben, dass das ein bisschen cooler ist. Ansonsten ist hier unten das Banditenlager, wo ich hinmarschieren will. Auch wenn bald wieder der Wind da kommt. So. Das passt soweit. Okay. Ja, die ganzen Händlers hier verbrennen. Brauchen wir nicht. Und ist auch nicht so gut fürs Gemüt. Hier sind drei Stück. Ah, jemanden anheuern, der hier ein bisschen Gebetsch machen kann. Bedürfnis. Konnten Stein nicht retten. Oh nein! Ja, die war einfach nur zu schlecht. Doof, aber was willst du machen? Beleidigungstour von Rachel. Ja. Bah. Gut, was macht er? Füttert. Gut. Hier haben wir das hoffentlich auch auf dem Schirm. Oh, da muss auch kräftig gefuttert werden. Ja, ich weiß, du bist richtig low unterwegs auch. James. Bist du schon am Essen oder... Ach, du holst erst noch. Was machst du? Benutzt das Teleskop. Nein. Verpflegen. Und du auch noch. James, du isst jetzt nichts. Du tust hier verpflegen. Ist jetzt Pflicht. Wo hast du denn die jetzt hergezaubert? Ha! Cool. Aber dir geht's gut soweit, oder? Du schaffst es hier von der Karte. Gibt es wenigstens plus 15, meine ich. Oh, tun wir den Raum noch fix. Den Raum. Gut, benutzt das Teleskop. Und danach tust du hier verbrennen. Dass die hier ja wegkommen. Oh, 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 oh. Zum Glück haben die so eine Hardcore-Rüstung, ey. Da macht es nicht wirklich viel, wenn die sich ein bisschen anhitten. Wenn die jetzt nicht so coole Sachen, dann wären sie voll am Arsch, sozusagen. Gut. So, wo P ist da? Hier ist er unterwegs. Ja, nicht zusammenfallen, ey. Nein, die Steinbrocken braucht man nicht. Stahl, ja, kannst du noch. Das Viech. Kannst du auch noch. Ist okay. Ah, Holz. Holz. Auch noch Vollgas reintragen. Ein Großhändler. Sehr schön. Was macht er hier? Hey, du sollst den da unten. Soll ich den konsumieren, Leute? Soll ich das Viech kaputt machen? James, wo ist er? Wo ist er, James? Ah, mach da das weg. Oh, Kleister weg und wir haben... sehr gut. Auf 50. Da wird es wenigstens wieder ein bisschen mehr. Du laberst mal hier mit dem Großhändler.
Wird er bestimmt erst die ganzen kleinen Viechchen hier wegräumen. Auf 11,1. Supreme. Gut, das sind Viechers. Nanofaser. Fuchspelz. Was hast du denn sonst noch Cooles? Beer. Brauchen wir nicht. Holz haben wir genug. Jo. Nicht wirklich was Tolles. Sinn, mach mal den Raum hier sauber. Oh je. Bückelt sich da zu Tode. Hat kein Repairn. Gut, macht Dinge. Gut, dranbleiben hier. Hier auch noch. Sehr gut. Ah, du machst das freiwillig. Das ist ultra. Das ist richtig ultra, ey. Der ist. Ah, du bist ja kein Repairer, stimmt. Machen wir hier ein bisschen Cleaning. In den Raum dann auch noch. Rachel erntet. Sinn. Ah, du kannst auch säubern. Säubern, säubern, säubern. Säubern, säubern. Edel. Gut, dann kommen wir da hoffentlich ein bisschen mal hinterher. Ah, was machst du? Bisschen Holzhack. Gut. Was die denn mal hat, ey? James, what's gone on with you? Oh, Hölle, ey. So, Sinn flitzt auch rum. Bio-Engine Supplier. So viel ist da auch nicht mehr. Ist auch gut so. So. Bist du gleich erlöst? Kannst du Dinge tun? Super. Wer ist denn eigentlich mein Reparierer? Wo haben wir es denn? Repair. Was? Keiner ist auf 1 bei Repair? Boah. Räudig. Muss ich dir das geben? Ja, komm. Gehen wir dir mal repairen. Lass mich hier vorankommen. Vierundneunzig, 88. Gut.
James muss mal langsam wieder klarkommen. Wirf dir die Schokolade weg, ey. Bäm, Alter. Ich glaube, hätten wir so einen tollen Raum nicht, dann wären die eh schon alle total am Arsch. Völlig entspannt, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Halte ich für ein Gerücht. Aber gut. Es passt alles. Die Heizungen laufen auf Hochtouren. Eigentlich wollte ich hierhin marschieren. Bisschen Stunk machen. Aber erstmal wieder gucken, dass das hier alles Richtung Null geht. Bei ihm halt. Gut, du schaffst es hoffentlich. Du auch bald. So, hier noch einmal verpflegen, dass der es auch schafft. Nicht wie hier, dass der zum Schluss noch kurz vor seinem Ziel wieder umkippt. Ach, stimmt, da fehlt das Geschütz. Sicherheit. Hier. Ich muss da forschen. Damn it. Gut. Nein, Repair erstmal. Ich hab keinen Bock drauf, dass das ewig dauert. Auf 9,4. Edel. Seltenes Rhombos. 3 Stück. Wow. Aber natürlich machen wir die kaputt, ey. Ha. Chef der Kolonist. Wer? James. Ja, das liegt doch an dir. Ist nicht mein Prop, oder? Reisende sind auf der Durchreise. Au, ja. Den müssen wir dann anlabern. Oh, wer ist das? James Sinn? Oh ja, du machst das. Lass die nicht hier. Quest. Frag mal an. Nicht, dass die hier irgendwo durchlaufen. Gar nicht bei uns vorbeikommen. Renn mal los. Ah, deswegen. Sehr gut. Zu 66 und dann noch einmal. Dann haben wir das geschafft. Da sind wir auch schon. Jagdhütte, nein. Ship Landing, nein. Ah, oh, ist alles nix, ey. Ich will Banditencamps und sowas. Es macht viel mehr Spaß. Sehr gut. So muss sein. Hast du auch geschafft? 2,2. Top. Top. Erlauben. Puh. Nein, das ist zu viel. Oh, müssen wir es wieder klassisch machen. F. Ah, endlich ist er weg. Endlich, ey. Und du, komm mal schneller klar hier. So viel Augen kann ich nicht auf dich werfen, dass ich das da im Griff hab. Ja, da ist dir ordentlich was zum Tun. Macht ja sonst niemand. Vor allem das hier hinten wäre mir eigentlich lieber. Verbündete. Ach, jetzt, weil das auch geschafft hat. Sehr gut. Guck, da laufen sie hinten durch. Thrombos. Ah.
eigentlich überflüssig. Ich möchte jemanden losschicken, hier runter, dass ich das endlich mal hab. So ein Karawane erstellen von hier nach da. 2 Tage. Sagen, yo. Wer ist denn hier Low Level am Start? Rachel. Rachel? Oh, ich vergiss das immer. Ja, Rachel war's. Rachel geht nicht mit, aber ich denke, der Rest. Wer ist unser Koch? Forscher? Sinn. Vier Stück. Ja, das wird doch hoffentlich reichen. Gut, wir brauchen noch Waren. Brauchen Medizin. Und die finden wir hier bei Nahrungsmedizin natürlich. Meine Güte. Hier wird nix. Gibt's auch keine Glitzerwelt. Gibt's 20 normale. Und es gibt Überlebensrationen. Die für mindestens 5 Tage reichen. 5,5. Dann entsenden wir. Dann bleibt ihr hier zum Reparieren. Kann eh nicht viel. Und Sinn ist. Ah. Sinn ist am Forschen. So, der braucht ein bisschen, bis er los kann. Reparierwand. Bevor du fertig reparierst, mach doch bitte mal das hier. Dass wir hier endlich mal den Lagerplatz von der Medizin da reinmachen können. Dass es wirklich nur kurze Wege sind. So, paste endlich los. Gut. So wird das auch alles leerer. Ich weiß, es ist ein sehr großes Gelaufe, aber es hilft nichts. Es muss. Bupp, weg sind sie. Wie lange brauchen sie? 1,9 Tage, ja doch so lang. Kam das vor, als ob es das letzte Mal ein bisschen schneller ging, aber okay. Was soll's? Kannst du danach. Sofort Strom aus. Kannst andere Dinge tun. Der wird schon nicht verhungern. Rachel. Rachel. Transport. Feldarbeit, okay. Okay. Unser Koch.
Hier. Immer noch 7. Echt jetzt? Immer noch 7, eher spinnig. So viel wie der macht. Hier mal sozial. Medizin, oh ja. Zweimal Medizin. Zweiten Arzt auf den Boden stampfen. Fernkampf. Fernkampf. Kunst. Ich dachte, wir haben auch noch Kochen. Sozial. Tiere. Ah. Erlocken. Okay. So, ich hoffe, bis die wieder zurück sind, haben die hier wieder mal alles hinbekommen. 121. Die kriegen halt immer eine leckere Mahlzeit. Denen geht's einfach zu gut hier. Sinn, Sinn. Haben wir hier den Raum noch sauber? Und Essen bringen. Gut, morgen. Morgen Nachmittag. Denke ich, morgen Nachmittag. In Game-Zeit natürlich. Kommen die an. Fleischtechnisch. Stehen wir da da? Oh, gar nicht mehr so viel. Echt jetzt? Oh, muss ich da doch die Thrombos ein bisschen. Bisschen rannehmen. Wenn die eh schon so schön verteilt sind. Gucken, dass Sinn da die Mahlzeit hinterbringt. Dann knüffeln wir da doch mal eins weg. Es kann auch sein, dass einfach alle uns angreifen werden. So, 7,5 sind wir. Gut. Hey, top. 6,8, ja, ist okay. So, kommt mal ran hier. Knipsen wir das hier mal aus. Haben die anderen eigentlich irgendwas? 99 und 31. Ja, als ob's gewusst hättest, hä? Ja. Ach so, du frischst das Ding da weg. Top. Und ihr drei, wir sagen Angriff, Peng, Alter. Oh, wow, ey. Wow. So. Oh nein. Ich habe vorhin schon bemerkt, dass da irgendwas nicht stimmt mit den Mods. Jetzt merke ich echt, dass Run and Gun nicht mehr funktioniert. Kleinen Moment mal. Ich habe mal geguckt. Run and Gun ist aktiv. Die haben es hier nicht drin. Und was auch war, die Mod ist weg. Die RPG, Style, Inventory, CE, keine Ahnung was.
Also die Mod, mit denen, wo kompatibel ist mit den CE-Waffen und CE-Munition, ist heraus, warum auch immer. Die gibt's auch nicht. Jetzt muss ich mal schauen. Ich muss echt mal schauen nachher. Ist mir gar nicht aufgefallen. Rachel, oh, du bist hinten dran. Deswegen probieren wir es mal so. Rachel kann hier hoch. Lass mir hier langsam laufen. Ah, weiter. Lauf, Rachel. Okay, 3 Stunden. Ist okay. Knockdown. Rachel. Lauf. Lauf, Rachel. Wo ist das letzte Viech hier hinten? Rachel, lauf, lauf. Ich wundere mich, dass das Viech noch so hart schnell ist. Da saftet es einfach nur eine Todesblutspur. Ich kann mir den Rest geben. Nicht retten, sondern den Rest geben. Ach, hier auch noch. Ich habe echt keine Ahnung, ey. Ich habe echt keine Ahnung. So, das nicht funktioniert. Ah, oh Mann, ey, das ist so nervig. Oh man. Wobei die alles cool. Oh Mann. Kann ich schauen, wie ich das wieder hinkrieg. Run and Gun, ja, wahrscheinlich für den Gegner wieder, aber für mich nicht. Das wäre so logisch. Der Multi ist es. Ja, danach kommt der Vitalmonitor. Und du machst mir hier hinten das erst fertig, Mensch. Was ist denn da so schwer? Schön. Dass man die dann auch mal da unten anbauen, hinballern kann als zweite Mauer. Das ist hier auch mal wieder ein Stückchen weg. Ach so, und ein Dach muss drüber, genau. Zone, Dach erweitern. Bäm, Dach muss drauf. So muss sein. Stimmung, Stimmung. Stimmung ist im Keller. Aber der Widerstand ist gut niedrig. So, jetzt ist es hier wieder in der Nähe. Wo ist... Ach, hier hinten beim Forschen. Komm, das knallen wir auch noch weg. Das knallen wir uns auch noch weg, das letzte hier. Mal gut ein Stück zurück.
Können auch hier hoch. Hier. Oh ne, hier runter. Blödes Viech. Ruhig her. Dann. Los! Sehr gut, da kommt's auch schon. Weg, 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 weg. Wen greifst du an? Greift Sinn. Nahkampf an. Sinn. Du gehst hier hoch. Seid ihr irre oder was? Du laufst weiter. Ihr stellt euch hier hin und ballert das Viech an. Gut. Den Rest geben. Nicht retten. Auch nicht stabilisieren. Den Rest geben. Top. Ein bisschen Fleisch. Bup. Peng, Alter. Bam. Nice. Tragen. Passt. Haben wir das für die Folge auch? 3 Thrombus weniger. Fleisch mehr. Battle Trader, ja. Die anderen sind auch unterwegs und ich habe keine Ahnung, was da mit der Run-It-Gun los ist. Aber okay, ich guck mal nach, mir da was auffällt. Dann sage ich an der Stelle danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Servus!